Auf Computer diesmal. Okay, easy. Auch herzlich willkommen an jeden, der jetzt mit dazugeschaltet hat zum Recording. Und ja, wie gesagt, wir wollten heute das Ganze mal in zwei Gruppen, oder wir werden ja generell das ganze Bootcamp in zwei Gruppen unterteilen. Ja, ich glaube, einige, die meisten, ja, waren jetzt, glaube ich, schon bei der ersten Gruppe am Start. Aber wir wollen natürlich hier, sage ich mal, in den, ich sag mal, eher schon so ein bisschen fortgeschritteneren Bereich, sage ich mal, mit reingehen, um zu, okay, was ist denn so der nächste Step, ja, das nächste Level, nachdem man beispielsweise seine Kontaktliste abgearbeitet hat und so weiter und so fort. Ja, vorab will ich dir nochmal sagen, wie gesagt, das Einfachste und das Beste, was du halt wirklich machen kannst, ist genau das, was Nathalie gerade erzählt hat. Ja, wirklich dir eine Übersicht zu erstellen, wen kenne ich eigentlich, und da halt auch wirklich mal drauf einzugehen, wie gesagt, auch beispielsweise jemand, mit dem man schon Ewigkeiten Kontakt hatte, die einfach zu kontaktieren, zu schauen, wie man mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil es ist natürlich um einiges leichter, ja. Jetzt denken sich einige, boah, ist ja voll simpel, gleich was ich erzähle. Ich kann euch eine Sache sagen, es ist um einiges leichter, es geht um einiges schneller, direkt natürlich mit einem warmen bzw. lauwarmen Umfeld zu arbeiten, als die Variante, die ich euch jetzt zeige. Ja, das ist jetzt vor allem für diejenigen von euch, die jetzt beispielsweise schon ihr warmes Umfeld irgendwie abgearbeitet haben, das lauwarme Umfeld abgearbeitet haben und jetzt gar nicht so wissen, okay, wie komme ich jetzt voran? Wie kann ich es lernen, richtig zu prospecten? Wie kann ich es lernen, jetzt wirklich für mich weiterhin, ja, ich sag mal, Leads zu generieren, ja, weiterhin warme Kontakte aufzubauen? Und das Ganze geht mir jetzt so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, wen es von euch vielleicht so geht. Ihr könnt mal wirklich mal, wie man so eine 3 in den Chat schreiben. Ja, wer gerade so das Gefühl hat, okay, mir gehen gerade so ein bisschen die Kontakte aus und ich bin irgendwie am Machen und ich bin irgendwie am Schreiben und ich schreibe da auf Instagram an und aber irgendwie kommst du mir nicht zu einer richtigen Präsentation. So, irgendwie kommst du nicht zu einer richtigen Präsentation. Irgendwie bin ich da so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen frustriert und keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, keine Sorge, wir haben auf jeden Fall dafür die Lösung. Und ich will erstmal so ein bisschen vorab so ein bisschen was einfach erklären und so weiter und so fort, weil natürlich, es gibt einige von euch, die beispielsweise vorher auch damit mit Leitfäden gearbeitet haben und so weiter und so fort, was wir vielleicht auch mal reingegeben haben. Aber natürlich müssen wir halt schauen, dass man sich so ein bisschen anpasst. Ja, ich glaube, im Unternehmertum ist eine Sache extrem wichtig, Leute, und zwar ist es eine gewisse Anpassungsfähigkeit zu haben zu dem, was aktuell draußen passiert. Ja, und beispielsweise so eine Methode, sage ich mal, die vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, ja, ein paar Jahren hört sich jetzt krass an, aber ja, klar, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren am Start, so, Nathalie ist eigentlich auch seit 3 Jahren am Start, oder? Schon? Fast? Ja, ein bisschen weniger. Aber trotzdem so, natürlich verändern sich die Möglichkeiten, wie man prospekten kann und so weiter und so fort. Also beispielsweise, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren auf eine Trading-Seite zu gehen, beispielsweise, ja, auf, keine Ahnung, ja, ich will jetzt keine Leute nennen, aber auf irgendeine Trading-Seite anzugehen und dann sagen, ja, pass auf, ich schreibe dort irgendwie die Follower an, tradest du schon, kennt jeder, Klassiker. Ja, das Ding ist halt natürlich dadurch, dass jetzt immer mehr einfach sowas, so Network Marketing und vor allem auch Network Marketing im Bereich rund ums Thema Trading, ja, einfach umso beliebter das, sage ich mal, wird, umso mehr Leute auch im Network starten, umso größer die Industrie wird. Natürlich machen das immer mehr und mehr Leute. Und was wir verstehen müssen, ist natürlich halt, sobald immer mehr und mehr Leute eine Sache machen, müssen wir anfangen zu switchen und andere Wege zu gehen, andere Möglichkeiten suchen, einfach dort so ein bisschen kreativer zu sein. Ja? Und natürlich so, ich sag mal, muss man halt Vorreiter sein, ja. Wenn man Vorreiter ist, dann fängt man auch immer geile Resultate an zu haben. Und deswegen wollen wir jetzt heute, sage ich mal, so ein bisschen anderes Bootcamp machen oder ein paar andere Sachen sprechen. Und zwar müsst ihr erstmal eine Sache verstehen. Natürlich, es geht hier auch gewissermaßen um Sales, um Verkauf, ja. Und natürlich muss man auch dort sich so ein bisschen anfangen weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, ein extrem, extrem wichtiger Punkt, weil die meisten Leute, das ist schon mal das Erste, was du dir aufschreiben kannst, was du dir merken kannst. So, du kannst nicht erwarten, dass du mit demselben Wissen und mit denselben Fähigkeiten, die dich auf das Level gebracht haben, wo du jetzt bist, kannst du niemals erwarten, dass du auf ein nächstes Level kommen wirst. Das ist immer Fact. Ja, du kannst nicht erwarten, dass die Fähigkeit, die du jetzt drauf hast, das Wissen, was du jetzt drauf hast, dafür sorgen wird, dass du damit mit dem Wissen und mit den Fähigkeiten aufs nächste Level kommen wirst. Genauso wie in der Schule, ja, wissen wir eine Sache, dass so deine Mathekenntnisse aus der ersten Klasse ja nicht ausreichen werden, um die Prüfung in der vierten Klasse zu bestehen. Ja, wird nicht funktionieren. So, außer, keine Ahnung, nee, gibt es nicht, außer das wird nicht funktionieren. So, deswegen brauchen wir natürlich neue Fähigkeiten und so ein paar neuen Dingen zu arbeiten, was wir verstehen müssen. Nur erstmal vorab, so wie funktioniert Verkauf oder generell, wie nehmen Menschen auch Verkauf wahr? Wir müssen eine Sache verstehen, so ich glaube, jeder kann es von euch nachvollziehen. Wir Menschen kaufen unheimlich gerne. Ja, wir kaufen unheimlich gerne. So, ich bin niemand so, keine Ahnung, so, wenn ich mal
Wenn wir jetzt immer so für die Wohnung nämlich Sachen auf Amazon gebraucht haben, dann auf einmal ist mir, oh, das brauche ich ja eigentlich noch und dann wollte ich das noch haben und das noch haben und das noch und dann guckt man so und auf einmal hat man so einen riesen Warenkorb. So, weil ich meine, so, ich glaube, jeder, wenn es möglich wäre, kauft jeder irgendwie gerne. Ja? Das Ding ist aber, die meisten haben keinen Bock, was verkauft zu bekommen. Ja, die meisten haben keinen Bock, was verkauft zu bekommen. Schreibt mal ganz kurz mal in den Chat rein, was ihr euch als letztes gekauft habt. Schreibt mal kurz mal rein, was ihr euch als letztes gekauft habt. Ja? Ich bin mal gespannt erstmal, wer sich was gekauft hat. Ein Buch, PC, Laptop, Buch, ja, Buch, eine Konzertkarte, Livio und Mantel. Fresh. So, beispielsweise, wir nehmen mal jetzt, keine Ahnung, einen Laptop, Ramona. Ja, was für ein Laptop hast du dir geholt? Warte, wo ist Ramona? Habe ich gerade gesehen. Ah, da. Du hast dir einen neuen Laptop geholt und kommst mit einem iPhone in den Call? So. Nee, was hast du für einen Laptop geholt? Schreib mal kurz rein. Einfach nur, was für eine Marke. Ich brauche jetzt nicht wirklich irgendwie ein Modell oder sowas. So, ein MacBook. So. Stell dir mal vor, so irgendein Typ von Apple, ja, hätte dich auf Instagram den ganzen Tag lang, die letzten 2, 3 Monate, jeden Tag angeschrieben, meinte, kauf dir das MacBook, kauf dir das MacBook. Du, Ramona, hast du nicht Bock, dir ein MacBook zu kaufen? Du hast du nicht Bock, auf ein MacBook zu kaufen? Ja, ich habe gesehen, du folgst Apple, Ramona. Hast du nicht Bock, dir ein MacBook zu kaufen? So, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist, mir ein scheiß MacBook zu holen. Aus Prinzip nicht. So, versteht ihr, was ich meine? So, oder keine Ahnung, der Mantel von Livio. So, wenn der Typ, der aus dem Laden, so, ihr kennt das so, diese aufdringlichen, ultra aufdringlichen Verkäufer, die dann zu dir kommen und dann willst du das noch haben und das noch haben und das noch haben. Und guck mal, der Mantel, wie schick der aussieht. So, keine Ahnung, maximal kauft man dann halt, weil man irgendwie keinen Bock hat, dass der nicht weiter voll labert. So, das ist halt das Ding, das müssen wir verstehen. So, Menschen kaufen extrem gerne, aber haben keinen Bock, was verkauft zu bekommen. Das ist schon mal eine Sache, die wir wirklich verstehen müssen, wenn wir ein guter Verkäufer sein wollen. Ja, das ist nicht so dieses ultra pitchige, aufdringliche und so weiter und so fort. So, das Zweite, was ihr verstehen müsst, im Network Marketing. So, Network Marketing heißt Netzwerk. So, Netzwerk. Und zwar, natürlich ist es halt wichtig, so, ich habe ja gesagt gehabt, das Einfachste, was wir machen können, ist es, dass wir uns aus einem warmen Umfeld irgendwie arbeiten können, ja, mit Leuten, mit denen wir in Touch sind, in Kontakt sind, wo wir eine gewisse Vertrauensbasis haben, ja, es ist am leichtesten, mit den Leuten zu arbeiten, es ist am leichtesten, die Leute einzuladen, man hat die beste Quote, dass die wirklich auch da sind, ja, man hat, sage ich mal, geringere Jobquoten als bei Leuten, die komplett kalt sind, so, und das Ding ist halt, dass wir halt so einen Fokus drauf haben, ja, dass wir so ein bisschen so, keine Ahnung, es gibt so Eric Worre. Ich habe gehört, der hat jetzt auch ein paar Eric Worre-Zitate ausgepackt, deswegen packe ich auch ein paar Eric Worre-Zitate aus. So, Eric Worre vergleicht das Ganze immer mit so Jägern und Farmern. Ja? Die meisten Leute, die halt wirklich so im Network Marketing sind, die sind dann halt so, wenn die anfangen, sich einen kalten Markt aufzubauen, so laufen die so durch diesen kalten Markt oder durch den kalten Dschungel, so wie so Jäger. Ja, und die haben links und rechts so eine Schrotflinte und probieren auf alles zu schießen, was irgendwie bei links und rechts nicht auf dem Baum ist. So, weil ich meine, so und wirklich auf Masse. Ja? Ich schreibe jetzt mal 50, 100, 50 Leute an, 100 Leute an, alle mit dem gleichen Text und Copy und Paste und so weiter und so fort. So, weiß ich meine so. Und dann auf Masse. Ja. Das Ding ist aber, dass wenn du auf Masse die ganze Zeit drauf losrennst und deine zwei Schrotflinten mit was passieren, am Ende des Tages werden die meisten Leute von dir wegrennen. So, am meisten werden die Leute von dir wegrennen und du hast selber eigentlich ein komisches Gefühl, weil jeder, der das schon mal gemacht hat, ja, jeder, der das schon mal gemacht hat, die könnten mal kurz mal vielleicht mal so eine 111 in den Chat, so wirklich so dieses, ey, ich schreibe jetzt mal 50 Leute am Tag an. Ich schreibe mal 100 Leute am Tag an. Ich probiere mal 200 Leute am Tag anzuschreiben. So, ich weiß, Marie ist zu 100% so ein Kandidat, solange Instagram die nicht hops genommen hat. So, weiß ich auf jeden Fall. So, und dann ist halt immer das Ding so, sind wir ganz ehrlich, von diesen 300 Leuten, die man am Tag angeschrieben hat, wer hat da geantwortet? Ja, wer ist wirklich, also rein die Quote gesehen her, wer ist da wirklich gestartet? Ja, wer war auf dem Webinar? Wie viele Absagen? Also wie wenig Antwort bekommt man da? Ja, wie viele Absagen hat man dann von den Dingern noch? So, und wer startet dann wirklich? Ja, also die Quote ist wirklich, müssen wir ehrlich sagen, extrem, extrem beschissen. Ja, so, es gibt natürlich trotzdem, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, es gibt trotzdem Ausnahmen, wo es halt extrem gut funktioniert, will ich auch gar nichts sagen. Deswegen, never change a winning system. Aber ich will wirklich mal dir vielleicht heute so ein bisschen ein paar andere Herangehensweisen einfach mal vielleicht mal
so nahelegen, ja, was du, wo du langfristig einfach vielleicht einen extrem, extrem großen Benefit draus ziehst. Weil, wie schon gesagt, so, es heißt Network Marketing. Es heißt ein Netzwerk. Und am Ende des Tages wird bestehen, dass wir verschiedenste Möglichkeiten haben, im Endeffekt, wie wir akquirieren können. Ich will mal dafür mal ganz kurz mal so ein Whiteboard mal aufzeichnen und einfach mal so die verschiedensten Dinge mal angehen. Bam, bam, bam. Machen wir hier den Bruder mal auf. So. Zack. Perfekt. So, im Endeffekt habe ich ja gesagt, haben so die erste Möglichkeit. Also, wir haben jetzt hier beispielsweise, machen wir so ein paar Kreise rein. So, und wir machen, zack, hier ist jetzt quasi unser warmes Umfeld beispielsweise. Warmes Umfeld. Zack. So, und dann haben wir hier, was haben wir noch für Form? So eine coole Form für IM. Nee, scheiß drauf. Machen wir auch einfach einen Kreis. Zack. So. Zack, hier ist quasi IM. IM. IM einfach, bam, zack. Ey, mich verwirrt das so krass, dass ihr könnt ihr aufhören mit euren Maus die ganze Zeit hier rumzuwischen, weil ich muss die ganze Zeit hier irgendwie eure Dinger löschen und eure Maus hier ausweichen. So, alle am besten die Maus mal wegpacken. Alle gut gespielt, Kinders. Ja, haben wir alle Spaß gehabt mit der Maus. Haben wir alle ein bisschen ausprobiert. Ja, alle in die Ecke. So, wir haben jetzt hier IM. Genau, und im Endeffekt ist ja das Einfachste, was ich ja gerade gesagt habe, ist es im Prinzip genau das zu machen. Ja, wir wollen die Person quasi aus dem warmen Umfeld, können wir quasi auf den Call einladen, sich das Ganze anschauen und dann startet die Person oder dementsprechend nicht. So, und dann haben wir natürlich, wenn es darum geht, halt Kaltakquise beispielsweise zu machen, haben wir verschiedenste Plattformen. Wir haben beispielsweise, keine Ahnung, eine Plattform, die wir jetzt haben, ist Instagram. Ja, da können wir beispielsweise, keine Ahnung, über Plattformen wie Facebook das Ganze machen. So, TikTok ist nochmal ein separates Thema, werde ich aber auch nochmal am Ende so ein bisschen darauf eingehen. So, aber was machen wir? Heute wollen wir uns wirklich vor allem darum kümmern, ja, gar nicht so dieses natürlich. TikTok ist eine extrem geile Sache, wenn man anfangen will, Content zu produzieren. Und ich werde nachher mal dir eine extrem coole Möglichkeit und eine extrem coole Idee vielleicht geben, was du anfangen kannst umzusetzen, ohne jetzt unbedingt vor der Cam speaken zu müssen und so weiter und so fort, sondern halt wirklich eigentlich mehr oder weniger einfach nur eine Fleißarbeit ist, ja, was du auf jeden Fall super simpel umsetzen kannst. Aber ja, wir wollen mal jetzt über Instagram sprechen. Das Ding ist, die meisten Leute probieren bei Instagram, probieren die, wie gesagt, die Leute zu akquirieren. Und dann optimalerweise will man halt so nach dem dritten Chat direkt die Person hier 2M reinholen. Ja, das ist so, ich habe gesehen, du folgst dem und dem. Ja, tradest du auch? Ja, nee. Hast du Bock? Ja, optimalerweise. So, das ist so die Wunschvorstellung von vielen Leuten. Das Ding ist halt, dadurch, dass extrem viele machen, ist es wichtig natürlich, dass wir halt, wie gesagt, was anderes machen. Und was wir halt machen wollen und was wir als Fokus haben sollten, stattdessen, statt dieses stumpfe Akquirieren, sollten wir unseren Fokus switchen auf andere Dinge. Weil anstatt den Fokus zu haben, direkt irgendwie bei M reinzuballern, sollten wir unseren Fokus darauf ändern, dass wir uns nicht ein großes Team aufbauen, sondern dass wir uns ein großes, warmes Umfeld aufbauen. Ja, das sollte unser Fokus sein, dass wir unseren Fokus switchen, weil jetzt ist gerade so euer warmes Umfeld ist, keine Ahnung, so klein, vertrocknet, so ist nichts mehr drin, alles weg, so was ich meine. Und wir probieren jetzt die ganze Zeit dieses Kalte zu machen. Stattdessen sollten wir unseren Fokus switchen und schauen, okay, wie können wir beispielsweise ja, von IG ja, oder beispielsweise jetzt auch Facebook, ja, ich werde für beides, sag, von Facebook mit Leuten in Kontakt kommen, mit Leuten in Kontakt treten und die quasi in unser warmes Umfeld akquirieren. Ja, und was können wir da machen? Im Endeffekt ist es dort halt, wie gesagt, wir wollen uns dort anfangen, mit Leuten zu connecten. Und was ich machen würde, ich würde Folgendes anfangen zu suchen. Natürlich auch dort schreibt man mit Leuten beispielsweise, kontaktiert Leute und so weiter und so fort. Aber man geht so ein bisschen anders an die ganze Sache ran, sage ich mal. Ja? Und zwar, was ich als erstes machen würde, ich würde erstmal schauen, okay, dass ich anfange, mit Leuten in Kontakt zu treten. Wie gesagt, so, man soll gar nicht diese Absicht haben, dass man jetzt direkt anfängt zu pitchen oder sonst irgendwas, sondern in erster Linie sollte die größte Absicht sein, ich will neue Leute kennenlernen. Ich will mein Netzwerk erweitern. Ich will neues, warmes Umfeld haben. Das soll das Ziel sein. Und deswegen würde ich schauen, okay, wo finde ich Leute beispielsweise mit gewissen Gemeinsamkeiten? Ja, auf Instagram kannst du halt nach auf verschiedensten Sachen so, weil auf einmal haben wir, wo wir da vor uns die ganze Zeit um die paar
Follower von irgendeinem Trader jetzt gestritten haben, wo jeder den Typen fünfmal angeschrieben hat, haben wir auf einmal so viele verschiedene Sachen, weil jeder von uns hat ja so viele verschiedene Interessen. Ja, es gibt keine Ahnung, der ein oder andere von euch ist, keine Ahnung, Fußballfan, der andere ist irgendwie Technik begeistert, der andere, keine Ahnung, fährt gern Motorrad, der andere macht das und die andere macht das und so weiter und so fort und so. Jeder hat ja verschiedenste Interessen und genauso können wir nach diesen Interessen beispielsweise hergehen und Leute connecten auf den einzelnen Social Media Kanälen. Ja, wir können beispielsweise auf Facebook, gibt es ja zu gefühlt jedem Thema, gibt es ja auf Facebook mittlerweile Gruppen. So, weiß ich meine, so, da gibt es Gruppen, da kannst du halt den Gruppen beitreten, ja, quasi in die Gruppen reingehen. Und dann werde ich dir auch nachher mal einen ganz coolen Ansatz an die Hand geben, was du halt machen kannst. Aber du suchst im Prinzip, was du machen willst, du musst deinen Fokus switchen auf Gleichgesinnte. Und wie gesagt, dein Fokus ist nicht, jemanden zu akquirieren fürs Business. Dein Fokus sollte darauf sein, einen neuen Freund zu gewinnen, ja, einen neuen Freund zu gewinnen, eine neue Person zu connecten. Jetzt denkt sich der einige, boah, aber ist ja voll, keine Ahnung, so wie soll denn das rüberkommen? Jetzt sind doch alles Fremde und wie soll aus einem Fremden ein Freund werden? Ja, jetzt denk mal ganz kurz drüber nach. Jeder einzelne Freund, den du heute hast, jede Freundin, die du heute hast, war irgendwann mal ein Fremder. So, weißt du, was ich meine? So jede einzelne Bekanntschaft, die du heute hast. Ja, es war irgendwann eine komplett fremde Person, aber du hast dich mit der Person connected, ihr habt irgendwelche Gemeinsamkeiten gehabt und heute ist es vielleicht einer deiner besten Freunde, deine besten Freundinnen, ja, whatever. Und das muss er ja verstehen. Das heißt, was wir halt machen wollen, ist wirklich herzugehen und uns wirklich die Gespräche halt aufzubauen, mit Leuten zu connecten, über Gemeinsamkeiten zu sprechen. Und wir werden auch, ich werde morgen auch so ein bisschen darauf eingehen, wie man in Kontakt treten kann, was man da machen kann. Aber ich will einfach mal heute, dass du mal wirklich verstehst, was der Fokus sein könnte, dass wir wirklich auf andere Sachen achten. Und im Endeffekt haben wir das Ziel, so genauso wie beispielsweise davor das Ziel hatten, die Einladung auszusprechen, haben wir jetzt das Ziel, einfach für uns selber persönlich vier Dinge über die Person herauszufinden. Ja, wir wollen vier Dinge über die Person herausfinden, weil ich finde, wenn man über diese vier Dinge spricht, ja, wenn man über diese vier Dinge spricht, kann man das schon sagen, dass der Kontakt schon, sage ich mal, ein warmer Kontakt wird und man sich da so ein bisschen austauscht. Das Erste, was wir natürlich wissen wollen, ist, wo kommt die Person her? Ja, aus welcher Stadt kommt die Person? Ja, woher kommt die? Wo wohnt die? Und so weiter und so fort, dass wir einfach so ein bisschen Bescheid wissen. Das Zweite, was wir wissen wollen, ist, was macht die Person beruflich? Ja, das heißt, als Erstes, wir können uns über den Wohnort erstmal unterhalten. Ja, wo kommst du her? Ja, wo komme ich her? Ah, cool, okay, geil. Ja, was gibt es denn da und da? Ja, was muss man da eigentlich mal gesehen haben? So, weißt du, ich meine, einfach dort mal so ein bisschen austauschen. Ja, wenn ich zu dir in die Stadt komme, was muss man sich da reinziehen? Oder was ist das coolste Restaurant? Whatever. Kann man ja irgendwie sich ein Gespräch aufbauen. Ich empfehle euch generell mal, daran zu arbeiten, Gespräche aufzubauen, weil ich weiß nicht, ob es irgendwem schon mal von euch aufgefallen ist, jetzt beispielsweise bei der Natalie. So, du kannst Natalie mit egal wem in den Call setzen, ja, die kann mit dem quatschen, als ob die sich seit 10 Jahren kennen. Ja, so, du kannst die mit jedem, egal wen, von, keine Ahnung, 18 bis 65, so kannst du gefühlt jeden in den Call setzen und die quatschen so, als ob die sich seit 10 Jahren kennen. Ja, die ganze Zeit. Ja, und das ist halt auch eine Fähigkeit. Ja, das ist eine Fähigkeit und das lernst du natürlich, indem du dich viel mit Leuten unterhältst. Und deswegen hat wirklich ein ehrliches Interesse, diese Person wirklich kennenzulernen, Fragen zu stellen. Ja, also natürlich nicht ein Interview zu führen, so, weil das ist natürlich cringe, so, weißt du, ich meine, aber halt wirklich Fragen zu stellen. Das Zweite, was du wissen solltest zu der Person ist, was macht die Person beruflich? Ja. Der nächste Punkt ist, was macht die Person außerhalb ihrer Arbeit? Weil wenn es darum geht, dann natürlich, dann spricht man über Hobbys, was man für Interessen hat und auch dort hat man wieder ein Thema, wo man anreißen kann, ja, wo man drüber sprechen kann. Ja, und der letzte Punkt ist, was hat die Person für Ziele und für Träume, beziehungsweise ja, eher für Träume und Wünsche, weil ich glaube, die meisten Menschen haben nicht so wirklich Ziele, wenn man ehrlich ist, aber die meisten Menschen haben Träume und auch darüber mal zu sprechen, ja, beispielsweise, keine Ahnung, in einem Gespräch ist aufzubauen und sagen, ey, warst du dieses Jahr eigentlich schon im Urlaub? Ja, nee, nicht wirklich. Okay, schade, wieso nicht? Ja, cash-technisch ein bisschen schwierig. Okay, krass, aber was wäre so dein Traumurlaub? Ich würde gerne beispielsweise auf die Malediven. Wo würdest du gerne hin? Ja, da und da. Ah, okay, krass. Und warum? So, weil ich meine, halt wirklich mal ein Gespräch aufzubauen, ja, und wirklich mal die Person kennenzulernen und wie gesagt, einfach eine andere Intention zu haben, weil so dadurch, und natürlich geht es nicht darum, dass du, weil Luca meinte mir, ja, ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag mit irgendeinem Wildfremden schreiben, ja. Erstmal, wie gesagt, jeder Freund, den du hast, war mal ein Wildfremder. Und zweitens geht es ja nicht darum, dass du jetzt den ganzen Tag jetzt wie so ein asiatischer Bot vor deinem Handy sitzt und den Leuten, sobald die Antwort, du direkt auch antwortest,
sondern ja, keine Ahnung, du sitzt da und machst es, keine Ahnung, machst, nimm dir eine Stunde Zeit beispielsweise, gehst deine Liste durch und beantwortest die ganzen Nachrichten. Ja, das machst du ja vielleicht ein oder zweimal am Tag und beantwortest, dann nimmst du dir eine Stunde Zeit, nimmst dein Smartphone, machst Phonework und gehst einfach nur die ganzen Chats durch. Ja, kannst ja dann halt auch voll die wilden Interaktion machen. So, weißt du, ihr habt jetzt beispielsweise über Ziele und Träume und über Wünsche gesprochen und da hast du die aufgeschrieben. Ja, wir machen uns beispielsweise Notizen. Ich habe gestern das mit Jan darüber gesprochen. Guck mal, ich habe mit Jan nämlich da ein bisschen was mehr ausgearbeitet. Nee, das ist Fabienne, das ist nicht Jan. Zack, wo ist denn Jan hin? Ah, hier. Bam. Der hat sich ein paar Notizen gemacht. Achso, woher kommt die Person und so weiter und so fort. So, wie gesagt, Seiten raussuchen, wo man selber interessiert ist, Profil gehen. So, natürlich, wie kommt man mit der Person in Kontakt? Ja, das ist quasi der nächste Punkt. Wie komme ich mit der Person in Kontakt? Natürlich, wie kann man die Person am besten anschreiben und so weiter und so fort, ist ein bisschen was anderes. Ja, ihr könnt mal, wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr das, wo ich quasi bin. Worauf kommt es an? Seht ihr das alle? Ihr könnt mit zwei Fingern das nehmen. Checkt ihr das? Ich sehe nur Namen. Ja, ihr müsst runterscrollen, Leute. Mit zwei Fingern. Scheiß drauf, ich screenshotte das einfach. Ich sehe nur Namen. Okay, hat sich erledigt mit Jan, die seine Links. Jetzt haben wir auf jeden Fall Jan seinen P5-Plan gesehen. Ich wünsche, ich könnte meinen Bildschirm teilen, wie ich das runterscrolle, damit ihr das seht, wie man das runterscrollt. Wo habe ich den Screenshot? Nee, ist nicht der Screenshot. So, hier ist der Screenshot. Bam, 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 bam. Bildschirm freigeben. Basics. Zack. So. Genau. Profil gehen. So, wie würde ich mit der Person jetzt in Touch gehen? Ja, was ich machen würde, ist beispielsweise natürlich dann die Person anzuschreiben und sagen, hey, ist ein bisschen komisch. So, weil ich meine, hey, und jetzt lass uns chatten. So, ich würde halt Folgendes machen. Ich würde erstmal von den Leuten immer, ich würde mir eine Tabelle machen beispielsweise und dann quasi erstmal immer den Namen von der Person reinschreiben. Dann würde ich schauen, okay, wie interagiere ich mit der Person? Ja, mit was für eine Interaktion gehe ich in die Person rein? Entweder das Sinnvollste meiner Meinung nach ist, entweder auf eine Story zu reagieren beispielsweise, weil das wirkt dann halt nicht so, ich drücke dir jetzt eine DM rein und schreibe mit dir an, sondern halt wirklich soll ja auf eine lockere Art und Weise, weil wenn man jetzt beispielsweise mal schaut, wie kommt man mit Freunden auf Instagram in Kontakt? Ist ja nicht so, dass du bei einem Freund jetzt auf den, weil dann gehst du halt auf WhatsApp, wenn du ihm schreiben willst. Aber meistens mit Freunden beginnt eine Konversation auf Instagram, indem die dir auf eine Story antworten oder indem die bei dir was kommentieren und dann kommt man ins Gespräch rein. Ja, schreib mal kurz eine 333, wenn du es mir zustimmst, ja. Mit Freunden kommt man am meisten in Kontakt, wenn man auf eine Story antwortet. Die haben irgendeine Story gepostet und du schreibst, haha, ja, ging mir auch so. Ha, wo warst du denn jetzt am Wochenende? Oder die haben ein Bild gepostet und dann sagst du, ja, okay, so und so. Ja. So, und genauso würde ich auch mit den Leuten reinstarten. Entweder Story, DM, also eine Story, DM, Story reagieren, nicht jetzt einfach nur ein Emoji oder so eine Scheiße, sondern wirklich eine Nachricht als Antwort auf eine Story oder halt ein sinnvolles Kommentar zu einem Bild. Ja, jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Andrin sehe, der ist ja eh gerade in seinem Oberkörper frei Vibe, ja, jetzt wenn du jetzt bei einem Mädel unter einem Bild jetzt einen, keine Ahnung, Pfirsich-Emoji postest, so, da wird kein sinnvolles Gespräch bei rumkommen. So, weißt du, wie ich meine? So. Ja, Basti, du lach auch nicht. So, auch nicht lachen. Ja, dann wird nichts passieren, sondern wenn die Person hat ein Bild gemacht, ja, ein Bild hochgeladen, einen Reel hochgeladen, wo die sich Mühe gegeben hat, wo die Dinge über Dinge gesprochen hat, so, und wo die meisten Leute dann irgendwie so eine Höhni-Kommentare machen, so Flammen oder Hammer-Post oder cooles Ding, so, dann geh doch mal drauf ein. Ja, geh doch mal auf die Person drauf ein. Ja, gib ihr vielleicht so cooles, also stimm ihr zu, gib ihr ein Feedback und vielleicht sogar beende dein Kommentar mit einer Frage, damit dann unter dem Post schon mal die Konversation losgeht.
Ja, weil dann kannst du nämlich unter dem Post schon mal eine Konversation rübergehen und wenn die dann darauf antwortet und ihr dann drunter ein paar Mal geschrieben habt, dann kannst du als nächstes in die DMs sliden. Ja, relativ simpel. Ja, und natürlich, wenn die Person jetzt beispielsweise nicht antwortet, ja, direkt, wenn du jetzt quasi auf eine Story geantwortet hast, die Person macht nicht, dann würde ich halt wirklich mir mal drei Versuche geben, immer 3 Tage Abstand, nochmal irgendwie, keine Ahnung, auf der gleichen Person deswegen auch wirklich Name aufzuschreiben, weil manchmal hat die Person es nicht gesehen oder sonst irgendwas. Ja, dass man vielleicht, anstatt wenn man davor eine Story beantwortet hat, danach probierst du noch mit einem Kommentar. Und wenn das nicht geklappt hat, dann, keine Ahnung, machst du nochmal mit so 3 Bilder liken. Ja, dass man halt so sich drei Dinger gibt. So. Und wenn die Person natürlich dann halt angefangen hat, dann hast du halt einen Start für einen Talk. Ja. Und dann hast du hier in deiner Tabelle, ja, wir hatten dann keinen Bock mehr gehabt, weitere Ws reinzuschreiben. Ja, die W stehen für woher. Das zweite W stimmt, was macht die Person beruflich? Was macht die Person außerhalb der Arbeit? Was sind die Träume und Wünsche der Person? Ja. Das sind die Dinge, wo ich anfangen würde, darauf einzugehen. Und wie gesagt, das Wichtige ist, Leute, habt jetzt nicht diesen Film im Kopf, dass man jetzt sagt, ey, ich muss jetzt unbedingt und ich mache jetzt hier so nach Leitfaden und nach, so weil ich meine, Hauptsache, ich mache die Person jetzt frisch, sondern die Intention macht wirklich einen großen Unterschied. Willst du wirklich eine Person kennenlernen? Willst du wirklich in Touch sein? Willst du wirklich mit der Person wirklich ein warmes Umfeld aufbauen? Und ich bringe dir mal einfach mal jetzt ein Beispiel, so was du einfach mal für dich so im Kopf einfach mal durchrechnen kannst. Und natürlich, weil ein oder andere von euch sagt dann bestimmt, ja, aber das ist ja gar keine richtige einkommensproduzierende Aktivität und es ist ja, ich chatte jetzt mit irgendwem rum, aber ich mache dir eine Sache klar, weil Stand jetzt beispielsweise, wir hatten die letzte Probewoche gehabt. Ja? Wir hatten die letzte Probewoche gehabt. So, und jeder kann ja mal überlegen, wie viele Leute hatte ich selber auf der Probewoche. Ja, die meisten Leute, die Leute auf der Probewoche hatten, waren diejenigen, die halt wirklich gutes, warmes Umfeld hatten und dann die Leute eingeladen haben. Jetzt stell dir mal vor, du machst das, was ich gerade gesagt habe, über die nächsten 30 Tage und du probierst nicht mit 300 am Tag zu schreiben, sondern mit 10 bis 15. Ja, Luca, beispielsweise Teampartner von Jan, ja, P1-Leader, hat das Ganze gemacht. Er hat davor ein paar Tage, hat er, glaube ich, 200, 300 Leute angeschrieben am Tag mit 3 Accounts. Ja. Und von diesen 300 Leuten über 3 Tage haben ihm original 3 Leute eine sinnvolle Antwort gegeben. So, von 300, 3 Leute. Echt beschissene Quote. Jetzt haben wir das mit ihm das durchgesprochen und er hat jetzt nach, ich glaube, 2 Tagen schon, ich glaube, mit über 26 Leuten ein offenes Gespräch, wo er mit den Leuten in Touch ist. Ja, kein Pitch, kein irgendwas, neue Leute, die er kennenlernt. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Auf der einen Seite connectet ihr euch, werdet warm, unterhaltet euch. Ja, man kann dann beispielsweise sowas so ein bisschen, keine Ahnung, jeder kennt es so, du hast irgendwie ein cooles Auto gesehen, ja, und dann schickst du das dem mal rüber und sagst, ey, guck mal, darüber haben wir doch geredet. Kann man auch erzwingen. Du sagst jetzt beispielsweise, du hast ja aufgeschrieben, was deine Träume und Ziele sind. Er hat Malediven, eine G-Klasse. Was machst du dann? Gehst auf Instagram, suchst ein schönes Malediven-Bild, markierst ihn drunter. Ja, gehst aufs nächste, gehst wieder auf Suche, schreibst rein G-Wagon, siehst ein geiles Reel von einem G-Wagon, schickst ihm das Ganze. So, und auf einmal ist da so eine Ebene, wo auf einmal so eine richtige Interaktion entsteht. So, und dann passiert Folgendes. Und das machst du über die nächsten 14 Tage. 10 Personen über die nächsten 14 Tage sind 140 Leute, die du connectest, ja, wo du cool mit den Leuten bist. So, und das sind 140 Leute, mit denen du deine warme Kontaktliste erweiterst, weil das sollte das Ziel sein. Genauso wie ich immer wieder sage, dass das Ziel von jedem Call ein Follow-up-Call sein sollte, weil im Follow-up liegt das Geld, ja, und wir wollen eine Person von Follow-up zu Follow-up zu Follow-up zu Follow-up, sollte das Ziel jetzt sein, eine volle Kontaktliste zu haben. Wir wollen jetzt eine volle Kontaktliste haben. Wir wollen jetzt rausgehen, Leute kennenlernen, Netzwerke aufbauen, weil die Leute werden so oder so mehr oder weniger neugierig und gepitcht, weil ihr seid immer am Start und ihr postet Stories und der eine mehr, der andere weniger. Darüber würde ich mich auch übrigens werden wir morgen noch mal ein bisschen quatschen, wie man die Leute danach quasi anfängt zu funneln, mehr oder weniger, so durch halt sinnvolle Stories und dass wir so ein bisschen anfangen auf Social Media drauf zu achten, was wir posten und wie wir das posten. So, und genau. So, und genau das Gleiche können wir bei Facebook beispielsweise auch machen. Na, genau das Gleiche können wir beispielsweise bei Facebook machen. So, mit den Gruppen genauso connecten, haben direkt ein Thema, worüber wir sprechen können. Wir können beispielsweise, das habe ich auch in einem Video gesehen von Fraser Brooks, der hat gesagt, du gehst in 5 Facebook-Gruppen zu irgendeinem Thema und du schaust, okay, was ist da vielleicht gehst in eine Gruppe rein, wo viele Interaktionen stattfinden und suchst dort das irgendwie einen Post raus, wo auf dem Post viele Interaktionen stattgefunden haben, wo über den Post viele Leute diskutiert haben.
und nimmst diesen einen gut laufenden Post aus der einen Gruppe und postest ihn in die anderen vier Gruppen rein, erzeugst wieder eine Konversation und kannst wieder mit neuen Leuten darüber sprechen. Ja, super simpel. Ja, wer schafft es, fünf Gruppen zu finden auf Facebook, in einer Gruppe einen gut laufenden Post zu finden und diesen gut laufenden Post in die anderen fünf Gruppen, vier Gruppen zu teilen und daraus ein Gespräch anzufangen? Ja, das kriegt ja jeder hin. So, natürlich muss man das Ganze auch wollen, beispielsweise. Man muss das Ganze auch wollen, man muss das Ganze auch machen. Ja, jetzt noch mal zum Thema Social Media, obwohl ich glaube, wir packen dieses TikTok-Ding nochmal morgen mit rein, weil morgen werden wir generell mal so sagen, was machen wir mit unseren Stories? Ja, weil im Endeffekt so die ganzen Leute dann, mit denen du in den Touch kommst, die natürlich dir auch folgen, natürlich gucken dir dein Profil an. Ja, das ist ja das Erste, was man macht. So, weil ich meine, und die werden dann über die nächsten Tage deine Story schauen. Und natürlich, was du dann in deinen Stories postest und wie du das Ganze postest, ja, macht natürlich darüber einen schon großen entscheidenden Faktor aus, ob die Person von sich aus schon mal vielleicht eine gewisse Neugierde gewinnt, ja, oder halt auch nicht. Ja. Deswegen, Guys, ich hoffe, ja, ich hoffe, das Ganze, das für euch so ein bisschen Sinn gemacht hat, ja, dass ihr das Ganze so ein bisschen verstanden habt, weil ich glaube, wenn man das halt wirklich macht und auch wirklich langfristig reingeht, so du baust ja einfach ein unheimlich großes Netzwerk auf. Du baust dir unheimlich viele neue Kontakte auf. Ja, du baust dir, wie gesagt, es entstehen neue Freundschaften und ich glaube, dadurch hast du einfach eine extrem geile Möglichkeit, nicht jetzt sofort, aber sind wir ehrlich, sofort passiert eh nie was. Ja? Aber indem du eine gewisse Vorarbeit machst, dir ein Netzwerk aufzubauen, wo du immer wieder drauf zugreifen kannst, wo du immer wieder mit Leuten, wie jetzt aus dem warmen Umfeld am Anfang, immer wieder einladen kannst. Und natürlich, wenn du dann richtig gut bist, machst du irgendwann beides gleichzeitig. So irgendwann aus dem warmen weiter einlädst, 2M, aber trotzdem weiterhin dein warmes Umfeld, deine Kontaktliste weiter füllst. Ja? Immer wieder weitermachen. Na, genauso wie Eric Worre gesagt hat, es gibt Anfänger, es gibt einmal Angeber, Amateure und Pros. Und Pros haben was? Ja, die erweitern ihre Kontaktliste jeden einzelnen Tag. Jeden einzelnen Tag, no matter what. Und das ist eine Möglichkeit, wie dir niemals deine Kontakte ausgehen werden, weil du hast ja sau viele Sachen, ja, Fußball, ja, keine Ahnung, du bist ein Fußballfan von irgendeinem Verein. Ja, geh mal auf die Seite drauf, da sind, keine Ahnung, Millionen von Abonnenten. Ja, so, du hast das und das. Du kannst die ganze Zeit mit sämtlichen Leuten Kontakt aufbauen. Deswegen, Guys, check das Ganze auf jeden Fall ab, probier das Ganze aus und morgen werden wir dann direkt weitermachen. In dem Sinne, mir hat Spaß gemacht, ihr wisst, wie es läuft. Post geht hoch, wir sehen uns. Peace, peace.